Ohne Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yahoo wären wir im Internet wahrscheinlich ziemlich aufgeschmissen. Deshalb versuchen Unternehmen natürlich auch in den Suchergebnissen weit oben zu stehen. Wie das funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Schnell den nächsten Supermarkt suchen, eine praktische Kalender-App finden oder ein Hotel für den anstehenden Urlaub buchen. Suchmaschinen erleichtern uns oft das Leben. Damit Unternehmen und ihre Produkte erfolgreich gefunden werden, kommen die Experten von Klarneo ins Spiel. Klarneo ist eine Online-Marketing-Agentur mit dem Fokus auf Search- und Content-Marketing. Heißt, wir unterstützen Firmen, ihre Marke im Internet bekannter zu machen, beziehungsweise dort besser aufgefunden zu werden. Martin Grahl ist einer der Gründer. Zusammen mit Magdalena Moos und Matthäus Michalik hat er 2017 die Online-Marketing-Agentur ins Leben gerufen. Die drei Jungunternehmer haben den Bedarf maßgeschneiderter Lösungen für ein effizientes und nachhaltiges Online-Marketing erkannt. Bei rund 2 Billionen Google-Suchanfragen im Jahr weltweit geht es vielen Usern ähnlich. Tippen wir einen Begriff ein, klicken wir oft automatisch auf das oberste Ergebnis, in der Annahme, es sei das Beste. Was dahinter steckt, dazu später mehr. Genau aus diesem Grund wollen Unternehmen ganz oben in den Suchergebnissen landen. Dabei hilft Klarneo. Matthäus Michalik erarbeitet zusammen mit den Kunden Strategien und Lösungen, um sie im Internet sichtbarer zu machen. Fängt bei Google an, was die größte Suchmaschine ist. Wenn es um E-Commerce geht, ist Amazon natürlich ein relevanter Player. Dort beraten wir eben auch die Unternehmen, wie sie ihre Produkte ausweisen sollten, wie sie ihre Produkte benennen sollten, wie sie Texte produzieren für die einzelnen Produkte auf Amazon. Aber natürlich auch eine App oder auch ein Video kann optimiert werden. Wenn wir über Apps sprechen, sprechen wir über Google Play oder iTunes App Store. Wenn wir über Videos sprechen, ist natürlich YouTube der richtige Kanal. Und überall, wo ein Suchalgorithmus steckt, gibt es verschiedene Ranking-Faktoren, und wenn man eben versteht, wie die Ranking-Faktoren miteinander zusammenhängen, kann man einzelne sozusagen Entitäten optimieren. Zu den Online-Marketing-Experten kommen Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen, vom DAX-Konzern bis hin zu Startups. Letztendlich sind die Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, Kunden, die ganz klar wissen, dass online wichtig ist, dass sie auch vielleicht sogar intern schon Expertise haben, schon die ersten Schritte allein gegangen sind. Den wir zum Beispiel nicht betreuen, weil es einfach vom Setup der Agentur nicht passt, sind irgendwie vielleicht kleinere Friseursalons oder der kleine Kfz-Meisterbetrieb. Das sind letztendlich alles Local-Unternehmen, die wirklich nur lokal optimieren. Wir konzentrieren uns eher dann auf Unternehmen, die über ganz Deutschland oder ganz Europa dann ihre Produkte anbieten und verkaufen. Um mehr Besucher auf seine Webseite zu holen und bei Suchmaschinen besser gerankt zu werden, ist auch dieser Kunde zu Klarneo gekommen. Die auf Reisen spezialisierte Plattform bietet eine Suche, um die schnellste, günstigste und beste Reiseart zu finden, egal ob Bahn, Bus oder Flug. Los geht es mit einer Analyse des Ist-Zustandes. Wo steht das Unternehmen? Wo hat es bereits gute Vorarbeit geleistet? Und wo gibt es Verbesserungspotenzial? Daraus leiten wir einen Handlungskatalog ab, den wir zum einen mit dem Verantwortlichen auf Kundenseite gemeinsam durchgehen, gemeinsam erarbeiten und auch daran arbeiten oder auch vielleicht mit der Technikagentur, die für die Webseite verantwortlich ist. Da gibt es eben verschiedene Konstellationen. Und meistens ist dann der Prozess der Zusammenarbeit langfristiger, weil eben auch die Anpassungen nicht von heute auf morgen passieren, auch wenn wir über verschiedene Marketingkanäle sprechen, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung sehr langfristig zu sehen ist. Da sieht man vielleicht die Erfolge erst nach 6 Monaten, nach 12 Monaten oder vielleicht auch länger, je kompetitiver die Marktsituation ist. Ist ein Unternehmen im Offline-Betrieb erfolgreich, heißt das noch lange nicht, dass es auch online gut läuft. Zum Beispiel durch eine vernachlässigte oder nicht optimierte Webseite kann es schon mal sein, dass ein Betrieb bei Suchmaschinen erst auf den hinteren Seiten angezeigt wird. Magdalena Moos von Klarneo weiß, was hier hilft. Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO. Wenn du dich als Unternehmen optimieren möchtest bei der Suchmaschine, dann fängst du immer damit an, herauszufinden, nach welchen Suchbegriffen suchen denn deine potenziellen Kunden. Also was geben sie in der Suchmaschine ein? Das nennen wir auch Keywords. Und das muss man einmal halt kategorisch abarbeiten anhand von Tools, die man da zur Verfügung hat und sich dann eben eine Liste dazu erstellen und dann hat man sein Keyword-Set. Fast jeder 4. Deutsche nutzt täglich Online-Suchmaschinen. Die mit Abstand beliebteste ist Google mit einem weltweiten Marktanteil von fast 90%. Aber wie funktioniert eigentlich eine Suchmaschine? Eine Suchmaschine kann man sich als Archiv vorstellen.
Also die Suchmaschine durchsucht das Internet nach Informationen und speichert sie in einem Index ab. Und aus dem Index heraus sind sie dann wieder für den Suchenden abrufbar, indem man zum Beispiel in den Suchschlitz etwas eintippt und danach sucht. Manchmal spucken Suchmaschinen aber nicht unbedingt das aus, was sich der User vorgestellt hat. Die Expertin weiß, die Ursache liegt meist in dem zu ungenauen Suchbegriff. Also erfahrungsgemäß werden die Suchergebnisse qualitativ besser, je präziser man sucht. Wenn ich jetzt eine ganz allgemeine Suchanfrage tätige wie Schuhe, dann sind da für die Suchmaschine einfach noch ganz viele Variablen offen. Sucht derjenige nach Herrenschuhe oder Damenschuhe oder Kinderschuhe? Sucht er Winterstiefel oder Pantoffeln oder Sportschuhe? Das heißt also, wenn ich ganz präzise suche, wie zum Beispiel weiße Nike-Tennisschuhe für Damen, dann sind da ganz viele Variablen schon ausgefüllt und die Suchmaschine schafft es dann auch, mir viel bessere Antworten zu liefern. Es muss aber niemand ganze Sätze in die Suchleiste eintippen. Google, Bing, Yahoo und Co. sind mittlerweile intelligent genug, Sätze zu vervollständigen. Dennoch, je präziser die Suchanfrage, desto besser. Übrigens zählen auch Amazon, YouTube und App Stores wie der Google Play Store zu den Suchmaschinen. Sie unterscheiden sich nur in den Daten, die in deren Indizes gespeichert sind. Noch einmal zurück zu den obersten Google-Suchergebnissen. Diese springen uns oft sofort ins Auge und verleiten uns, drauf zu klicken. Das ist kein Zufall. Es handelt sich um die sogenannten Google Ads. Google Ads, das sind die bezahlten Anzeigen in den Suchergebnissen. Die sind auch immer als Anzeige gekennzeichnet und sind meistens so ganz oben, wenn man etwas sucht. Das werbetreibende Unternehmen zahlt dort an Google oder an die Suchmaschine pro Klick Geld, dass sie dort auf den Positionen erscheinen. Und zusätzlich zu den bezahlten Anzeigen gibt es aber auch noch die unbezahlten Anzeigen. Das sind die, die darunter kommen. Die nennt man auch organische Ergebnisse. Da zahlt der Werbetreibende kein Geld an Google oder die Suchmaschine. Egal ob Anzeige oder organische Ergebnisse. Alle Suchergebnisse müssen die Google-Kriterien erfüllen, um an den obersten Positionen aufgeführt zu werden. Von diesen Kriterien gibt es in der SEO ungefähr 200 Stück, an denen Google die Qualität misst. Also die drei größten, sagt Google selber, ist Content. Content ist also Text, aber auch Bilder und Videos kann Content sein. Sie sagen Empfehlungen, also von Social Media kennt man das. Ein Like ist eine Empfehlung, ein Share, ein Tweet ist eine Empfehlung. Das gibt es im Online-Bereich, also gerade im organischen Bereich, in Form von Backlinks. Und dann gibt es eine künstliche Intelligenz, die in den Algorithmus eingespielt wird, die eben versucht zu simulieren oder besser zu verstehen, welche Intention hinter einer Suchanfrage steckt. Für die Google Ads, also die bezahlten Anzeigen, bedeutet das, je schlechter der Quality Score, desto mehr Geld müssen Firmen zahlen, um ganz oben unter den Anzeigen aufgeführt zu werden. Der Erfolg einer Webseite, von Apps oder eines Social-Media-Auftritts hat letztendlich immer mit drei Dingen zu tun. Als allererstes müssen wir sicherstellen, dass die Technik funktioniert und dass wir den Suchmaschinen überhaupt erlauben, dass diese Apps oder Videos und Webseiten gefunden werden können. Dann müssen wir dafür sorgen, dass der Text gut optimiert ist, und zwar auf die Suchbegriffe, die eingegeben werden von der Zielgruppe. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass es genug Bewertungen gibt, dass es Verlinkungen, Empfehlungen etc. gibt. Wie ist das Wetter in Berlin? In Zukunft soll die Suchanfrage bei Google und Co. nicht mehr nur über die Tastatur von Laptops oder des Smartphones funktionieren, sondern über die Stimme, durch Voice Search, also über Sprachassistenten wie Siri, Alexa, Amazon Echo oder Google Home. Bis das so gut klappt wie über die Tastatur, wird noch ein wenig Zeit vergehen. Ich glaube, zum einen Teil sind die Sprachassistenten einfach noch nicht gut genug, um komplexe Anfragen oder Befehle umzusetzen. Zum anderen ist aber auch immer noch bei Unternehmen ja eine Distanz noch zu dem Thema zu spüren. Ich glaube, bei vielen Unternehmen, die haben noch nicht die Strategie für sich entwickelt, wie sie diese neue Suche gut für sich nutzen können. Das Berliner Unternehmen möchte in den nächsten Jahren seine Prozesse und Strukturen weiter verbessern. Nicht nur mit den Kunden, sondern auch intern. Einer unserer Visionen oder Gründe, warum wir gegründet haben, war, dass wir einer der besten Arbeitgeber im digitalen Bereich werden wollen, damit die Mitarbeiter gerne zu uns kommen und lange bei uns arbeiten wollen. Wer online erfolgreich sein möchte, kommt nicht um optimierte Inhalte seiner Webseite, Apps oder Videos herum. Online-Marketing-Agenturen wie Klarneo können dabei helfen, die richtigen Strategien zu entwickeln, damit ein Unternehmen auf der obersten Position einer Suchmaschine angezeigt wird.